Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem weißen Riesen aus Tschechien, dem Skoda Kodiaq. Der hat eine Modellpflege erhalten, ein sogenanntes Facelift. Das ist natürlich Grund genug für uns, den Wagen genauer im Detail anzuschauen. Wir werden ihn wie immer auf unsere Verbrauchsrunde schicken. Die beinhaltet wie immer 50% Überland, 40% Autobahn hier mit VMAX 140 und 10% Stadtverkehr. Wir wollen also herausfinden, was der Alltagsverbrauch ist. Wir haben unter der Motorhaube hier einen 2 Liter Turbodiesel mit 200 PS stecken, der an ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist. Und wir haben einen permanenten Allradantrieb sowie als Besonderheit die nach den Gründern benannte höchste Ausstattungslinie Laurin Clement, die für besonders luxuriöses Ambiente, Feeling und auch besondere Features steht. Also echt ein richtig gutes Gesamtpaket hoffentlich, oder? Das wollen wir herausfinden. Also, wenn euch das Ganze interessiert, würde ich mich freuen, ihr bleibt jetzt dran, abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan, gebt dem Ganzen ein Like, vor allem aber schreibt mir unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Skoda Kodiaq, sodass wir am Ende des Videos auch gerne noch ein bisschen diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen ein, schnallen uns an und dann geht's ab auf die Straße. Skoda hat seinen Aushängeschild, den Kodiaq, nur dezent überarbeitet. Gerade die Front hat sich leicht modifiziert oder im Wesentlichen modifiziert durch die neuen Scheinwerfer, die jetzt hier verbaut sind. Sie verjüngen sich zur Kühlermaske hin, bieten jetzt auch die Technik Matrix LED. Das heißt also, das Licht spart den Gegenverkehr automatisch aus, wenn man mit Fernlicht fährt. Ein absolutes Highlight und sollte man in jedem Fall ordern, wenn die Möglichkeit besteht. Des Weiteren wurde der Stoßfänger etwas modifiziert. Wir haben Air Curtains jetzt, also Lufteinlässe, die den Luftstrom am Rad vorbeiführen und so die Aerodynamik des Fahrzeugs etwas verbessert. Und dann einen etwas steiler stehenden Kühlergrill, in unserem Fall hier mit starkem Chromzierrad aufgrund der luxuriösen Ausstattungslinie Laurin Clement. Am Heck haben wir dann auch neue LED-Lichter, jetzt mit sogenannten Fahrtrichtungsblinkern, das ist so eine Wischblinker, die man dann hier verbaut hat, zudem auch einen leicht veränderten Heckstoßfänger. An den Karosserieteilen wurde jedoch nichts verändert. Die blieben so, wie sie vorher auch schon waren. Unverändert natürlich auch die Abmessungen, die der Kodiaq mitbringt. Und das sind ja durchaus stattliche mit 4,70 Meter Außenlänge, einer Breite von 2,09 Meter mit Außenspiegeln oder einer Bauraumhöhe von 1,68 Meter. Ist das schon ein stattliches Mittelklasse-SUV, der Kodiaq. Er wirkt aber optisch gerade an der Front und der Seite etwas größer oder bulliger. Wenn man dann am Heck allerdings schaut, bleibt es weiterhin ein eher schmaleres Fahrzeug. Gerade auch, wenn man so die Spur durch die Räder nochmal anschaut. In unserem Fall sind hier 19 Zoll Räder verbaut auf 235er Reifen. Man könnte ihm sicherlich hier auch etwas breitere Reifen gönnen, gerade an der Hinterachse, wenn man so optisch einfach mal drauf schaut. Aber das bleibt natürlich dann jedem selbst überlassen, hier was zu modifizieren.
Nichts zu modifizieren gibt es dagegen auch weiterhin bei den Ladeeigenschaften, die der Kodiaq mitbringt. Mit der optionalen Anhängerkupplung könnt ihr hier 2,5 Tonnen ziehen mit dem 200 PS TDI Motor. Und wir haben immer noch den größten Kofferraum seiner Klasse. 835 Liter ist das Basisvolumen, was wir hier haben. Oder eben maximal 2035 Liter. Die Laderaumbreite übrigens ist minimal 1,27 Meter breit. Also da kann man auch durchaus breitere Elemente mal mitbringen. Die Rücksitzlehnen lassen sich nicht nur in ihrer Steilheit verändern, nein, auch die Rücksitzbank lässt sich verschieben. Somit kann man auch das Laderaumvolumen noch etwas besser anpassen oder man legt es dann eben um. Wir haben hier federvorgespannte Rücksitzlehnen, die sich fernentriegeln lassen. Und dann gibt es die Möglichkeit, diese im Verhältnis 40-20-40 zu teilen. Und dann gibt es einen wirklich riesigen Laderaum, der dann also ordentlich was mitnimmt. Es gibt auch eine Netztrennwand, die hinter den Vordersitzen installiert werden kann für Lademeister, die den Wagen wirklich bis unters Dach vollpacken möchten. Im Fond geht es dann äußerst angenehm zu. Wir haben hier die größte Beinfreiheit, die ich eigentlich in einem Fahrzeug so kenne. Außer wenn man dann wirklich in die Luxusklassen mit verlängerten Radständen geht. Da ist es dann vielleicht noch ein bisschen besser, aber auch hier sitzt es sich absolut perfekt. Leider nur zwei Isofix-Möglichkeiten auf der Rücksitzbank und auch der Beifahrersitz in unserem Fall ist kein Isofix-Haken. Aber nichtsdestotrotz, die Kindersitze lassen sich natürlich perfekt integrieren. Man hat einen sehr großen Türausschnitt, also da lässt sich auch gut ein- und aussteigen. In unserem Fall gibt es sogar ein Trittbrett, was ich optisch gruselig finde, ehrlich gesagt, und einfach das Ganze überhaupt nicht passt. Weiß nicht, seid ihr ein Fan von Trittbrettern? Aber nicht zu meckern gibt es gerade am Komfort, wie gesagt, viel Kopf- und Kniefreiheit. Wir haben eine Armauflage, wir haben Sonnenschutzrollos an der Heckklappe, wir haben sogar ein Schlafpaket hier verbaut, womit man die Kopfstützen ein Teil ausklappen kann, sogenannte Hörnchen. Und dann kann man so wirklich den Kopf anlehnen zum Schlafen. Es gibt sogar eine Decke, die Skoda hier mitliefert. Zwei Tablet- oder Smartphone-Halter fürs Infotainment. Diese Elemente können dann hier über 230 Volt oder USB-C-Anschlüsse mit Strom am Heck versorgt werden. Und wir haben eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Also auch hier ist die Klimatisierung perfekt. In der ersten Reihe sitzt man dann in unserem Fall hier auf Ergo-Aktivsitzen, also orthopädischen Sitzen. Die sind sehr komfortabel ausgepolstert. Es bietet eine Schenkelauflage, elektrisch einstellbar sind sie. Lordosenstütze, Massagefunktion, Sitz und Lüftung sind sogar hier verbaut im Laurin Clement. Also hier hat auch Fahrer und Beifahrer wirklich richtig komfortables Gestühl verbaut. Neu, das Zwei-Speichen-Lenkrad, was man bereits aus dem Octavia und dem Superb kennt, ist natürlich jetzt auch im Kodiaq vorhanden. Das Lenkrad und die Lenksäule lässt sich in Höhe und Tiefe ebenfalls ausreichend weit einstellen. Auch sehr angenehm, die Armauflage lässt sich in der Länge und in der Höhe einstellen, sodass man dann wirklich sehr bequem hier hinter dem Zwei-Speichen-Lenkrad Platz nehmen kann. Auch beim Blick über den Armaturenträger zeigen sich quasi keine Veränderung gegenüber dem Vorfacelift-Modell. Alles wirkt sehr solide, sauber verarbeitet. Beim Laurin Clement haben wir jetzt sogar den Vorteil, hier noch so eine Doppelziernaht über den Armaturenträger. Das wirkt noch ein bisschen wertiger, sieht so aus, als ob es so mit Kunstleder bezogen ist. Fühlt sich auch sehr wertig und gut an. Wir haben weiterhin ein voll digitales Kombi-Instrument, was sich in vorkonfigurierten Ansichten einstellen lässt. Wir haben in der Mittelkonsole unverändert beim Columbus-Navigationssystem ein 9,2 Zoll Display mit Touch- und Gestenfunktion. Die Bedienung ist weiter einwandfrei. Verändert wurde die Sprachsteuerung, die hört jetzt auf den Namen Hey Laura, ist also jetzt da auch nochmal verbessert worden. Wir haben auch Apple CarPlay und Android Auto an Bord, beides wireless umgesetzt. Strom für Smartphone gibt es weiterhin in der Mittelkonsole mit einer induktiven Ladeschale sowie zwei USB-C-Anschlüssen oder einer 12 Volt Steckdose. Die Klimaautomatik lässt sich weiterhin über haptische Drehregler und Tasten bedienen, was ich sehr lobe und schätze. Wirklich, so bietet sich halt einfach ein sehr angenehmer Bedienkomfort, der eben auch weiterhin hier über das Multifunktionslenkrad sehr gut umgesetzt ist. Optisch finde ich das Zwei-Speichen-Lenkrad jetzt nicht so schön. Da würde ich wahrscheinlich sogar ein Drei-Speichen-Lenkrad haben wollen.
Besonderheit hier bei Skoda weiterhin, der Tempomat wird nicht über das Lenkrad umgesetzt, sondern hier über einen separaten Lenkstockhebel hier unten links hinterm Lenkrad. Die Übersichtlichkeit hier im Fahrzeug ist allgemein sehr gut und was jetzt auch ein weiteres Element ist, was ich richtig geil finde, muss ich zugeben, das ist dieser mikrofaserbezogene Dachhimmel in Schwarz, den es hier jetzt verbaut gibt. Der kostet natürlich Aufpreis, ist auch nicht ganz günstig, aber wertet das Fahrzeug hier nochmal deutlich auf, wie ich finde. Also da sollte man vielleicht sogar ein Kreuzchen machen. Entsprechendes Kreuzchen beim Motor wurde bei uns gesetzt beim größten Dieselantrieb, dem 200 PS TDI, der 400 Newtonmeter maximales Drehmoment leistet und unseren Kodiak, der immerhin rund 1,9 Tonnen wiegt, in etwa 7,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt oder eben maximal 218 Stundenkilometer auf der Autobahn ermöglicht. Das wird auch alles sehr zügig erreicht. Bis 160 geht es durchaus flott voran. Das 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, was hier stets verbaut ist, mit dem bin ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich mag es nicht, dass es immer so verzögert anspricht beim Anfahren, beim Rangieren oder auch gelegentlich mal beim Kickdown-Befehl. Das ist alles für mich ein bisschen zu träge und gefällt mir persönlich jetzt nicht. Für den, der das Fahrzeug eher komfortabel bedient, ist das sicherlich sehr angenehm. Den Wagen gibt es auch, oder den Motor, den 200 PS Diesel, gibt es auch nur mit permanentem Allradantrieb, was auch gut so ist. Der funktioniert unauffällig und sorgt halt stets für genügend Traktion und das auch bei schlechten Witterungsverhältnissen. Der Motor arbeitet insgesamt sehr ruhig und zurückhaltend, ist akustisch sehr gut gedämmt. Man hört ihn erst so beim Ausdrehen, dann wird er ein bisschen knurrig, bisschen kernig. Ich finde, das passt aber sehr gut zu dem SUV-Charakter hier. Also ein durchaus unauffälliger, aber kräftiger Begleiter. Beim Fahrwerk sieht es dann so aus. Hier hat man ebenfalls keine Veränderungen vornehmen müssen, denn das war schon wirklich gut, das Grund- und das Gesamt-Setup. In unserem Fall gibt es hier auch noch das adaptive Dämpfersystem, was ich jedem ans Herz legen würde. Hier gibt es die Möglichkeit, über den Fahrmodi-Schalter hier die jeweiligen Parameter genau so zu setzen, wie man es möchte, mit einem individuellen Setup zum Beispiel, wie ich es gerne mache, mit einer sportlichen Lenkung, mit einem komfortablen Fahrwerk, mit einer ökologischen Klimasteuerung. Und so kann man dann den Wagen sehr, sehr angenehm im Alltag bewegen. Das Fahrwerk, gerade auf Komforteinstellung, schwingt so ein bisschen nach und sorgt dann echt für so ein bisschen schwebenden Teppich-Feeling hier drinnen. Wer das nicht mag, der stellt es einfach auf straff oder auf normal und dann ist das Ganze auch wirklich angenehm. Wobei auf Sport wirkt das Ganze schon ein bisschen stachsig. Da werden dann wirklich Unebenheiten direkt durchgereicht. Das finde ich dann ein bisschen zu hoppelig und zu unrund. Gefällt mir nicht. Also eher normal oder Komfort. Das ist so meiner Meinung nach der Mittelweg, den man hier so treffen sollte. Mittelweg braucht es bei der Lenkung natürlich auch, in dem Fall hier eine direkte Lenkung, aber ohne wirkliche Rückmeldung von der Straße und für meine Begriffe ein bisschen zu leichtgängig. Also ich persönlich bin der Meinung, das zeigt halt wieder, der Kodiak möchte hier kein Dynamiker werden, sondern ist schlicht und ergreifend ein komfortabler Alltagsgleiter und Langstreckenwagen und genau das wird hier perfekt auch mit dieser Abstimmung umgesetzt. Dazu spielen natürlich auch Assistenzsysteme eine Rolle. Wir haben jetzt hier einen Abstandsregeltempomaten, aktive Spurhaltung, tote Winkelüberwachung, Kollisionswarnung, Notbremsassistent und so weiter. Also alles, was wirklich gut und modern ist, ist hier verbaut. Und auch das, die Systeme arbeiten einwandfrei. Auch der Travel Assist, der einmal mehr wirklich dafür sorgt, dass man entspannt und effizient von A nach B kommen kann. Also er hilft einfach stets mit Informationen, wann man vom Gas gehen soll, wann wirklich eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt. Auch der Tempomat übernimmt Geschwindigkeitsbegrenzungen automatisch, also einwandfrei und wirklich perfekt umgesetzt. Der Skoda Kodiaq ist und bleibt für meine Begriffe Familienauto Nummer 1. Man muss es sich natürlich leisten können. Wenn man es sich leisten kann, ist das ein Auto, das die Familie rundum perfekt versorgt. Sowohl für die Einkaufsfahrten, auch wenn es dafür schon fast zu groß ist, aber Urlaubsfahrten, Reisen ist mit diesem Auto perfekt.
Zugkraft natürlich auch. Wir können 2,5 Tonnen hier mit dem 2 Liter Diesel ziehen. Also auch das optimal. Natürlich die Platzverhältnisse souverän, selbst wenn die Kinder schon als fast erwachsen sind. Also hier hat Skoda meiner Meinung nach aktuell das beste Gesamtpaket mit dem Kodiaq auf dem Markt für Familien, die einfach ein echtes, perfektes Allround-Fahrzeug suchen. Unter der Haube, der Diesel arbeitet sehr souverän. Die 190 PS sind völlig ausreichend, natürlich auch aufgrund des hohen Drehmoments. Wem das nicht reicht, wer Angst vor einem Diesel hat, der kann zu zwei verschiedenen Benzinern greifen. 150 PS, 1,5 Liter oder 190 PS, 2 Liter. Das wäre meine Empfehlung. Ansonsten gibt es noch den RS, wobei ich aber den RS meiner Meinung nach ausklammern würde, weil mir die Optik dann zu krawallig persönlich wäre. Die Laurin Clement Ausstattung, die passt hier richtig gut in meinen Augen, sorgt auch nochmal so für ein gewisses luxuriöses Ambiente und luxuriöses Auftreten, was dem Kodiaq sehr gut steht, zumal man hier explizit Sachen hat, die zum Beispiel Volkswagen nicht mal bietet, wie diesen Alcantara- bzw. mikrofaserbezogenen Dachhimmel und auch die gesamten Simply Clever Details, die so für Familien perfekt sind mit dem Schlafpaket, den kleinsten, die Decke, die dabei ist oder aber Sonnenschutzrollos an den Heckfenstern. Also all das ist perfekt auch wirklich für Familien ausgelegt. Auch beim Fahren macht der Wagen eine richtig gute Figur. Ja, beim DSG bin ich nicht immer glücklich, aber meiner Meinung nach, damit kann man dann sich auf alle Fälle arrangieren. Beim Preis, da sieht es so aus, 31.990 Euro ist der Einstieg für den 1.5 TSI in der sehr ausstattungsbefreiten Active-Variante. Unser Wagen hier, so wie er dasteht, kostet sage und schreibe 63.290 Euro. Das ist verdammt viel Geld, das muss man ganz klar sagen, aber in meinen Augen irgendwo für das Gesamtpaket, was wir hier bieten, was alles drinnen ist, ist es halt doch auch irgendwo wert, auch wenn Skoda mittlerweile in Preisregionen vorgedrungen ist, die sogar Volkswagen-Fahrzeuge übersteigen. Das muss man natürlich mögen. Beim Verbrauch kann man ihm aber auch nichts vorwerfen. Angegeben ist er mit 5,6 Litern im WLTP-Zyklus. Bei uns auf der Verbrauchsrunde hat er jetzt 6,6 Liter verbraucht errechnet. Und das finde ich auch wirklich sehr respektabel. Zeigt aber auch, wie gut der Wagen zu bewegen ist. Und zumal das jetzt nicht die optimalen Bedingungen diesmal waren, da wir es während der Fahrt wirklich teilweise echt geschüttet hat ohne Ende. Und dadurch der Verbrauch natürlich noch mal ein bisschen nach oben gegangen ist. Ich kann euch sagen, von einer längeren Reise mit dem Wagen hier habe ich Verbrauchswerte von stetig um die 6 Liter gefahren. Und damit zeigt sich auch, dass der WLTP doch eigentlich doch gar nicht so schlecht liegt. Man kann ihn also locker mit rund 6 Litern bewegen. Ich finde, ein echt gutes Auto. Jetzt dürft ihr mir aber eure Meinung schreiben. Schreibt mir vielleicht mal eure Erfahrungen mit dem Kodiaq. Oder aber, was ist euer perfektes Familienauto? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.